Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das leider ein bisschen länger gedauert hat zu drehen als gedacht, beziehungsweise überhaupt mit dem Drehen anzufangen. Und zwar habt ihr gerade schon gesehen, wie ich meine Post-its verschoben habe für die Korrektur vom Hexenprojekt Band 4 für Rogue Witches. Ich kann endlich sagen, dass ich die zweite Korrekturrunde komplett abgeschlossen habe. Es ist jetzt alles bei den Testlesern, die jetzt noch eine ganze Weile Zeit haben, um das Buch zu lesen und mir ihr Feedback zu geben dazu. Aber ich wollte heute dieses Video nutzen und eigentlich sollte das schon viel früher rauskommen, um euch über die Korrekturmethode zu informieren, euch davon zu erzählen, die ich jetzt im zweiten Durchgang angewendet habe und was ich daran gut fand und was ich daran nicht so gut fand. Und in einem anderen Video von mir oder in mehreren Videos eigentlich habe ich schon erwähnt, dass ich das komplette Buch noch einmal abgetippt habe. Das war einerseits eine gute Sache, andererseits aber auch nicht so gut und darüber möchte ich, wie gesagt, heute sprechen. Auf die Idee gekommen bin ich durch einige amerikanische, englischsprachige Author-Tuber, also andere Autoren hier auf YouTube, die das auch so machen und fand, das hat sich ganz gut angehört und einerseits würde ich damit natürlich meine Schreibmuskeln in der Hand trainieren, wenn ich nochmal alles komplett abtippe. Andererseits werde ich so vielleicht Stellen, die nicht ganz so wichtig sind, gleich streichen und nicht irgendwie drüber lesen oder so und bedenken, ach ja, es passt schon irgendwie, weil jedes einzelne Wort muss nochmal abgetippt werden. Es ist nicht so, dass ich ein Kapitel in mein neues Word-Dokument reinkopiert habe und dann nochmal durchgelesen habe, ob das alles so passt, sondern ich habe tatsächlich jedes einzelne Wort nochmal komplett abgetippt von den über 90.000. Ich glaube, es waren am Anfang 98.000, jetzt bin ich ungefähr auf 91.000 Worte runtergekommen. Also es sind nochmal einige tausend Worte gestrichen worden, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass ich gewisse Passagen, gewisse Sätze, gewisse Worte nicht brauche. Und das ist das Gute an dieser Methode, weil man wirklich jedes einzelne Wort anschaut und sich überlegt, brauche ich das wirklich, muss ich das jetzt wirklich abtippen oder kann ich das auch weglassen? Und ich glaube, hätte ich das in meiner ersten Korrekturrunde gemacht oder für ein kürzeres Projekt, dann wäre diese Methode auch wirklich super gewesen und hätte sie auch sicherlich für weitere Bücher verwendet. Und das werde ich auch tun auf jeden Fall, aber dann eher für Bücher, die ich nicht schon von vornherein komplett getippt habe, sondern Bücher, die ich diktiert habe oder Kurzgeschichten oder sowas, weil ich gemerkt habe, dass mir das körperlich irgendwann zu viel geworden ist. Und wer schon länger meine Videos guckt, der weiß, ich habe ziemlich schnell Sehnenscheidenentzündung, Rückenschmerzen bzw. Schulterschmerzen. Und genau das ist jetzt auch bei diesem Korrekturdurchgang passiert. Ich hatte irgendwann so schlimme Rückenschmerzen, Handschmerzen, dass ich einfach aufhören musste, obwohl ich vielleicht, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Worte an dem Tag nur geschafft habe von meinen 5.000, die ich eigentlich schaffen wollte. Und habe am Ende dann komplett aufgegeben und ab Kapitel 30 von 35 ist mir nur noch durchgelesen, mehrmals jeweils das einzelne Kapitel, weil ich einfach nicht mehr konnte. Das liegt aber auch daran, dass es auf Dauer relativ langweilig wird, weil ich finde, wenn man schreibt, da erschafft man ja was komplett Neues. Und wenn man korrigiert, dann liest man sich das nochmal durch, sieht das nochmal so von der Leserperspektive. Aber das nochmal komplett abzutippen, war irgendwie eine ziemlich sture Arbeit, wo ich irgendwann selber so gemerkt habe, oh, jetzt verlierst du so die Konzentration und ich habe einfach nur noch stur abgetippt und nicht mehr wirklich darauf geachtet, was jetzt eigentlich da Sache war oder habe nicht mehr so wirklich darauf geachtet, was ich überhaupt abgetippt habe und ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil ich wusste, ich muss heute dieses und jenes Kapitel abtippen und wenn ich das geschafft habe, ist gut. Irgendwie ist mir da auf dem Weg so die Lust verloren gegangen. Am Anfang hat es richtig Spaß gemacht tatsächlich und ich habe auch gemerkt, dass es mir ganz gut getan hat, nochmal ein bisschen mehr zu tippen, einfach um eben wieder mehr Muskeln aufzubauen, weil ich halt so Phasen habe, wo ich überhaupt nichts schreibe oder fast nichts schreibe am Computer, wo ich dann eben eher korrigiere, mir das alles nochmal durchlese und so. Und das war sozusagen meine Form von einem Workout.
Und es hat mir auf jeden Fall definitiv geholfen, Wörter zu streichen. Also ich glaube, ich habe ungefähr 7500 Worte komplett rausgestrichen aus dem Buch. Es wären sogar mehr gewesen, aber ich habe zwischenzeitlich gemerkt, dass ich bei der vorherigen Korrektur eine ganze Szene rausgeschmissen habe, die ich aber brauche als Aufbau sozusagen von einer wichtigen Szene. Und die habe ich wieder mit reingenommen. Und das waren dann auch wieder so 1500 Worte, die wieder dazugekommen sind. Also alles in allem habe ich wahrscheinlich fast 10.000 Worte gelöscht und teilweise wahrscheinlich so 2500 bis 3000 Worte wieder hinzugefügt. Und diese Korrektur hat mich ungefähr dreimal so lang so viel Zeit gekostet wie die Korrektur, die ich davor gemacht habe, wo ich einfach alles mehrmals durchgelesen habe und zwischendrin Änderungen vorgenommen habe, aller Art. Ich bin nicht so eine Autorin, die sich auf eine Baustelle sozusagen konzentrieren kann. So jetzt in diesem Durchgang mache ich nur die Rechtschreibfehler oder in diesem Durchgang achte ich nur auf dieses oder jenes Detail, sondern wenn mir was auffällt, dann muss ich sofort beheben oder mir zumindest irgendwo aufschreiben, wenn es größere Dinge sind, weil ich sonst komplett durchdrehe. Wenn ich mich nur auf die eine Sache konzentriere, dann denke ich, oh Gott, aber wenn ich jetzt merke, dass das und das auch nicht stimmt, aber das passt nicht zu meinem Korrekturdurchgang, dann vergesse ich es am Ende. Oder habe ich zumindest die Angst, dass ich dann vergesse, dieses oder jenes zu ändern, falls das Sinn ergibt. Keine Ahnung. Also ich muss immer irgendwie alles auf einmal machen. So in der Form für so ein langes Projekt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr wiederverwenden oder zumindest nicht, wenn so eine krasse Deadline dranhängt, weil ich eigentlich nur 2 Wochen oder eine Woche mehr oder weniger Zeit gehabt hätte, theoretisch, um das komplett durchzuackern. Ich habe das erste Drittel in einer Woche geschafft und für die anderen habe ich so 2 oder 3 Wochen insgesamt gebraucht. Also es hat sich schon ein bisschen in die Länge gezogen. Deswegen habe ich in letzter Zeit auch so wenig auf eure Kommentare und Nachrichten geantwortet. Es tut mir leid, aber das Buch geht vor, weil ich verdiene an YouTube kein Geld und das möchte ich auch so halten, dass ihr werbefreien Content gucken könnt und euch nicht mehr so allein fühlt vielleicht in eurem kleinen Schreibkämmerlein. Aber meine Bücher sind halt meine Haupteinnahmequelle und ich sage wirklich, sie sind meine Haupteinnahmequelle, weil Corona und so. Und da musste ich halt wirklich meinen Fokus da drauf legen und so ist das halt manchmal. Und manche Dinge fallen dann halt so ein bisschen unter den Tisch und es tut mir leid, aber anders geht's nicht. So, aber trotzdem sehe ich, dass diese Methode seine Vorteile hat und ich im Prinzip finde ich sie auch richtig, richtig gut, aber nicht, wenn man so eine krasse Deadline dahinter hat. Also ich glaube, wenn ich jetzt an einem Spaßprojekt arbeiten würde, zum Beispiel an meinen ganzen Romance-Büchern, wo ich keine Deadline für habe, wo ich mir überhaupt keinen Stress mache oder so, sondern immer mal wieder, wenn ich Lust habe, dran arbeite oder wenn ich ein kurzes Projekt habe, eine Kurzgeschichte mit 5.000 bis 10.000 Worten, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, das so zu nutzen, aber nicht mehr für ein Buch, das anfänglich 100.000, was weiß ich, wie viele Worte hatte und wie gesagt nicht in so einer kurzen Zeit. Aber ich glaube, dass ich durch diese Methode wesentlich mehr gestrichen habe, als ich es mit reinem Durchlesen getan hätte, weil ich gemerkt habe, auf den letzten Kapiteln, die ich dann wie gesagt nicht mehr komplett abgetippt, sondern einfach nur kopiert und durchgelesen habe und geändert habe, da habe ich wesentlich weniger Worte rausgestrichen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn man da sitzt und wirklich jedes einzelne Wort abschreiben muss, sich zweimal überlegt, ob man das halt wirklich braucht oder nicht. Also falls ihr dazu tendiert, zu viel zu beschreiben oder einfach zu spät zum Punkt zu kommen und viel um den heißen Brei außen rum zu reden und jetzt nicht so eine krasse Deadline habt von 1 bis 2 Wochen Korrektur wie ich, dann würde ich die Methode auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich ihr wäre. Aber wie gesagt, macht euch bitte bewusst, dass das körperlich und mental sehr anstrengend sein kann, weil wie gesagt, es wird ziemlich schnell langweilig, weil man eigentlich nichts mehr Neues erschafft und man natürlich nicht so schnell vorankommt wie bei einer normalen Korrektur, bei der man mehrere Durchgänge machen kann und eben sich auf gewisse Dinge fokussieren kann, wenn man das tatsächlich beherrscht, nicht so wie ich. Und auch körperlich, dass es halt wirklich sehr anstrengend ist, vor allem wenn ihr halt in kurzer Zeit relativ viel abtippen müsst. Ich bin gestern damit fertig geworden mit der ganzen Korrektur. Ich bin sehr froh, dass es jetzt abgeschlossen ist und warte jetzt auf das Testleser-Feedback, das ich Mitte Juli bekommen sollte. Das heißt, bis dahin habe ich jetzt erstmal Freizeit, zumindest zum Hexenprojekt gesehen. Aber natürlich wird es weitergehen mit weiteren Videos, Blogposts für euch, aber auch ein paar anderen Projekten, an denen ich so noch gearbeitet habe, beziehungsweise die in den letzten paar Wochen pausiert waren, mehr oder weniger. Es sei denn, ich habe mal ein bisschen Abstand vom Korrekturprojekt gebraucht. Und zwar möchte ich auf jeden Fall noch eine Kurzgeschichte in dieser Woche schreiben. Wenn ihr das seht, ist das wahrscheinlich schon fertig, hoffentlich. Wo es auch einen Blog dazu geben wird, mindestens einen. Und ansonsten werde ich natürlich weiter an Projekt ist hier arbeiten. Und natürlich arbeite ich weiterhin an meinem Worldbuilding-Organisationsprojekt. Und ich kann euch sagen, das ist einfach, ich weiß nicht.
Ich bin überfordert, weil es einfach so viel ist mit so vielen verschiedenen Welten und Charakteren und Steckbriefen und Handlungsorten und ach, da bin ich ein bisschen überfordert gerade, aber da überlege ich mir immer so zwischendrin so ein bisschen, wie kannst du das jetzt am besten strukturieren und so, und das ist nicht immer so ganz so leicht. Aber das war es im Prinzip von mir. Ich wollte euch einfach nur ein kurzes Fazit geben, weil ich gemerkt habe, dass es vielen von euch interessiert, wie jetzt diese neue Korrekturmethode bei mir tatsächlich funktioniert oder eben auch nicht. Und ich glaube, das habe ich jetzt oft genug erklärt, was ich davon halte. Ich bin wirklich, wie gesagt, sehr zwiegespalten und denke, ich werde das nochmal bei einem anderen Projekt ausprobieren, bevor ich tatsächlich final ein für mich gültiges Fazit abgebe. Wobei, so wie ich mich kenne, in ein, zwei Jahren werde ich wahrscheinlich wieder damit anfangen, um das nochmal neu auszuprobieren, weil sowas ist wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Nicht immer funktioniert alles, was man irgendwo bei anderen Autoren gesehen hat oder in irgendwelchen Fachbüchern gelesen hat, tatsächlich für jedes einzelne Buchprojekt. Mal gucken, wie es dann in Zukunft so mit den Korrekturen abläuft. Aber so viel von mir. Ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche Woche mit euren Projekten und Ideen. Und wir sehen uns in einem anderen Video von mir. Falls euch das hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Und schaut auch gerne auf Social Media oder meinem Blog vorbei. Die Links dazu sind alle unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns, wann auch immer ihr mögt.